Und hat schon wieder mal rumgesprochen, dass ich gut, dass ich hier aufhöre. Ja. Und die Jungs hier, die schaffen eine Rolle mich. Und ich wollte uns Dankeschön sagen für all die wunderschönen Momente, die ich habe persönlich mit der Lippeser Feuerwehr. Danke Jungs und danke liebes Publikum. Liebe Freundinnen und Freunde der Bürgerwehr, nach so einem Auftritt weiß man gar nicht, wie viel man weinen soll, wie viel man lachen soll. Der Charlie hat selbst gesagt, Karl-Heinz, nach über 40 Jahren im Kölner Karneval hast du deine letzten Tage im Moment auf den Kölner Bühnen. Wir von der Lippischer Bürgerwehr haben dich über viele Jahrzehnte begleiten dürfen. Du hast auf hunderten Sitzungen von uns viel Freude gemacht. Du warst immer mit deinen Jungs einer der Stars. Dafür sagen wir am heutigen Abend ein ganz großes Dankeschön. Und wie sich das meine Bürgergesellschaft hört, macht ihr das mit einer schönen Urkunde. Lieber Karl-Heinz, die Lippische Bürgerwehr hat einen Ehrenwachtmeister vom Wilhelmplatz. Das ist der Jugendmann. Und wo ein Wachtmeister ist und keine Räuber, gibt es nicht zu arbeiten. Also haben wir gedacht, es gehört sich, dass ein Ehrenräuber zum Wilhelmplatz kommt. Deswegen haben wir eine Urkunde für dich vorbereitet. Ich darf sie jetzt mal verlesen. Was ist das denn? Die ist ja leer, die Urkunde. Es müssen Räuber auf der Bühne sein. Hier ist er, ach du, die springen alle. Eine Minute im Amt, ist das dann möglich? Du bist ja noch ein schneller Räuber, als wir gedacht haben. Lieber Charlie, wirklich mit der Träne im Auge, danke für sensationelle Lieder. Die Lieder, die du mit deinen Jungs uns geschenkt hast, werden in Jahren, Jahrzehnten noch gesungen. Wir danken dir dafür. Und du bist bei uns jederzeit willkommen. Wir ernennen hiermit Charlie Brandt zum Ehrenräuber vom Wilhelmplatz. Auf Charlie, dreh mal.